Es gibt ja eine Auffassung unter Regisseuren, Dramaturgen, dass man aus dem ernsten Drama das Kabarett fernhalten soll. Wenn man deine Inszenierung von Arturo Uy sieht, also ich bin damals ja als Schüler hingewallfahrtet, und ich muss wirklich sagen, obwohl dieser Stoff ja so finster ist oder so viel Finsteres bearbeitet, ich bin teilweise aus dem Lachen nicht rausgekommen. Naja, ja, aber das hat mit Kabarett ja nichts zu tun, sondern es gibt ja Clownerie. Die Clownerie ist eine der hohen Theaterkunst. Das ist nur in Vergessenheit geraten, nicht? Also es gab diese, bei Shakespeare, in jedem Stück die Clownspiele zwischen den Akten, die von den Schauspielern improvisiert wurden. Nicht? Und bei Marlowe zum Beispiel, Christopher Marlowe, im Faustus, den ich übersetzt habe, da gibt es wunderbare Zwischenspiele, die improvisiert wurden, und das waren Clownsspiele. Also das Clownsspiel gehörte sozusagen, ohne das war ein Stück gar nicht denkbar. Und hier in Arturo Uy kam uns das sehr zugute, weil wir ja nicht den Dämon Hitler zeigen wollten, sondern wir wollten den Kleinbürger, der abgelehnt wird in der Kunsthochschule München, weil er schlecht malt. Und da musste er sozusagen die Welt ändern, um irgendwas wieder einen Beruf zu ergreifen. Nicht? Also diese Absurdität im Grunde dieser Geschichte. Und das war damals... dieses Lachen empfanden die Leute gar nicht komisch wie du, sondern sie waren beleidigt, weil sie sagten, das war eine schwere Zeit und der Hitler war eine ernste Bedrohung und war dämonisch und die Leute sind sozusagen in Scharen zu ihm gelaufen, weil er so dämonisch war. Und da wollten wir gerne zeigen, also, dass sie da offensichtlich was ganz Falsches gesehen haben. Nicht? Also, trotzdem spielt der Eckhard Schall ihn ja mit diesen zwei Gesichtern. Das ist, er schreit nach vorne martialisch los und dann wird er ganz klein wie ein Wiesel und zieht sich wieder zurück. Naja, er ist der beleidigte Kleinbürger. Hat sich eigentlich Brechts, ihr habt das ja nach seinem Tod angefangen, auch die ganzen Arbeiten. Gab es eigentlich irgendwann mal einen Anlauf von ihm noch zu Lebzeiten in Arturo Uy? Ja, der durfte nicht spielen. Den durfte er nicht spielen, warum? Er sprach den Deutschen das Recht ab, über diese Zeit zu lachen. Und wir mussten, das Theater musste erst Furcht und Elend des Dritten Reiches spielen. Und dann sollte man vorsichtig an Arturo Uy rangehen. Er selbst hat ja eigentlich zu der Inszenierung nicht sehr viel beigetragen. Die ist ja auch erst nach seinem Tod gestartet worden. Warum? Ja doch, er hat beigetragen, es soll im großen elisabethanischen Stil gespielt werden. Das hat er beigetragen? Ja. Aber viel mehr nicht? Nee. Und warum war er da so desinteressiert? Brecht war, was Faschismus betrifft, ja, der Schuss ist furchtbar, noch aus dem das Koch. Ja. Und auch am 17. Juni, also seine Furcht, des Wiederaufkeims, des Bukowa-Elegien, nicht des Faschismus offen, sondern in den Leuten, war riesig. Und er fürchtete, wenn man Arturo Uy zu früh spielt, ohne die Schrecknisse dieser Zeit zu zeigen, in einem Theater jedenfalls, in demselben Theater, ginge das nicht. Und es ist eine abenteuerliche Geschichte. Der Schall, damals schon vorgesehener Schwiegersohn, klaute Brecht, weil er da reinkam, dieses Manuskript, was Brecht nicht rausrückte. Und wir gingen in Schalls Wohnung, das war damals noch eine öde Wohnung mit einer Birne statt einer Lampe, lasen nachts mit einer Pulle Wodka Arturo Uy und waren natürlich ungeheuer begeistert und wollten das sofort machen. Und da gab es aber ein striktes Verbot von Brecht und sagte, das Theater macht dieses Stück erst, wenn es Furcht und Elend des Dritten Reiches ausgiebig gemacht hat. Und dann starb Brecht und wir machten dann Furcht und Elend des Dritten Reiches mit als erste Inszenierung nach Brechts Tod. Und dann machten wir Arturo Uy, wobei alle der Meinung waren, Schall hat keinen Humor und ich auch nicht. Das war Palitzsch und Weigel und uns wurde nicht erlaubt.
Also wir hätten nicht den großen Humor. Und dann habe ich mit Schall in seiner Wohnung ein paar Szenen probiert. Und dann kamen wir drauf, dass das Ganze... und da entdeckte ich, dass Schall eine Begabung hat, die keiner kannte vorher, nämlich Clownesque. Mhm. Dieses todernste, verrückte, komische. Mhm. Und da hört nur seine Einfälle nicht auf. Mhm. Und diese Einsilbigkeit, die er sonst hatte, und diese, war weg. Mhm. Und das zeigt mir, und daraufhin machten wir das. Also die Geschichte selber ist abenteuerlich. Also Brecht selbst hat es nicht vorgehabt, früh zu spielen. Also bei Arturo Uy ist ja für mich sozusagen die größte widersprüchliche Spannung zwischen einem ja, wissenschaftlich für alle als Basis vorgegebenen Marxismus und einer spielerisch erworbenen Erkenntnis auf der Bühne. Und zwar genau dadurch, dass Hitler nicht der Deus ex machina ist, der selber die Zügel alle in der Hand hat, sondern auch am Zügel geführt ja, wird. Ja. Durch die Art, wie er gespielt wird. Ja. Da ist die Betonung auf Spielen, kann ja. gar nicht dick und genug ja. unterstrichen werden. Ist die These vielleicht zu verwegen, dass Brecht ein, was das Künstlerische anbetrifft, sehr spielerischer Mensch war, ja. der deswegen vielleicht zum strengen Marxismus gegriffen hat, um seinem Spiel die höchstmögliche Antipode sozusagen zu geben? Denn der Marxismus selber ist sehr streng. Naja, und enthält eine ungeheure, die Widersprüche, also dieser Grundwiderspruch, dass man durch die Ausbeutung denen das Geld wegnimmt oder die gleich zu sehr als Käufer auftreten. Ich meine, das ist eines der größten Grotesken, die es gibt. Mhm. Nicht, dass man die arm macht, mit denen man als Käufer rechnet. Ja, genau. Ja, klar. Nee? Und... Von Hacks gibt es da so ein schönes Bonmot, dass die Imperialisten wundern, dass sie sich nichts mehr verkaufen, aber sie bringen ja die Leute um, naja. Die Käufer. Naja. Und ich glaube, die Widersprüchlichkeit, in der Brecht, die Witz der Dialektik, Brecht hat ja immer vom Witz der Dialektik gesprochen, auch bei Hegel übrigens, wo der Witz schwer zu entdecken ist, aber ich glaube, das hat ihm an den Marxismus gereizt, dass er sah, wie gut er zu seinen frühen Stücken passt. Aber das Interessante ist, dass die Stücke, also der Dickicht der Städte und sehr und spielerische, fast chaotische ja, Stücke. Das ist der sozusagen ins Spiel umgesetzte Widerspruch. Mhm. Und die Ähnlichkeit, die Nähe der Widerspruchsanalyse, des Widerspruchsdenkens fand er natürlich, erst fand das bei Hegel und dann bei Marx in extremer Weise und das hat ihn sehr hingezogen und das hat, der Marxismus hat nicht, wie behauptet wird, seine Stücke gelähmt, sondern ungeheuer beflügelt.